Was für ein Chaos bei den Zinsen. Die Fed hat es versäumt, in irgendeiner Form klarzustellen, über wen auch immer, dass man wie die Zinsen senkt. Das hatten viele Marktbeobachter, viele Fed-Kenner eigentlich erwartet, dass man den Timmy Rouse nochmal nach vorne schickt oder irgendwen, der sagt, also sieht so aus, als würde das und das passieren. Die Tendenz geht jetzt inzwischen sogar zu einer 0,5er-Senkung, Wahrscheinlichkeit so um und bei 60%. Aber ist das wirklich so völlig offen? Und das Komische ist eben, dass damit das Prinzip der Fed, das seit einigen Jahren eigentlich eines der Hauptprinzipien ist, nämlich den Märkten zu sagen, was man vorhat, statt die Märkte im Unklaren zu lassen, was man vorhat. Neben der Tatsache, dass die Zinsen sinken werden, was ja klar ist, aber wie stark werden sie sinken, wie wird man dann weitermachen, all das ist ja völlig unklar. Und das ist aber nicht das, was heute vor allem Tech-Aktien belastet. Da haben wir ein gewisses Nachlassen der KI-Euphorie gesehen und das waren zwei Faktoren, die die Rallye getrieben haben, ja in letzter Zeit. Erstens die Hoffnung auf schnell sinkende Zinsen bei gleichzeitig wundersam stabiler Wirtschaft und auf der anderen Seite eben diese KI-Euphorie. Nvidia, wir haben so viel Nachfrage, die können wir nicht bedienen, so Jensen Huang, der gleichzeitig allerdings frank und frei sehr viele Nvidia-Aktien verkauft und das praktisch täglich. Schauen wir uns das Geschehen mal an, zunächst startend wieder mal Dudley, der noch nachgeschoben hat, der hat ja schon mal gesagt, also ich wäre für eine 0,5er-Senkung heute und vielleicht ist das doch der Botschafter der Fed, nämlich der ehemalige Chef der New York Fed, also der wichtigsten Dependance der Fed, der gesagt hat, also ich bin für eine 50-Basispunkte-Senkung und diesmal glaube ich, wird es auch so kommen. Ist er also der Botschafter oder ist das nur seine Meinung? Das ist die Frage. The Fed should go big now and I think it will, so hat es der gute Dudley heute gesagt. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt die gestiegenen Wahrscheinlichkeiten, nämlich 60-65%, je nachdem, wann man guckt in den Fed Fund Futures. Das ist das eine und das war ja bis vor zwei Tagen noch 18% oder vor zwei Handelstagen, also letzte Woche, also minimale Chance eigentlich, dass diese Zinssenkung so groß ausfallen wird. Und das bringt die Fed jetzt in eine ziemlich blöde Situation. Wenn sie nämlich doch nur 0,25% senkt, dann dürften sie ja wieder enttäuscht sein. Wenn sie 0,5% senkt, dann muss sie erklären, dass kein Grund zur Panik besteht, dass man ja eigentlich damit gar nichts Böses meint. Die Frage aber ist natürlich dann, warum habt ihr nicht im Juli schon die Zinsen gesenkt, wenn ihr euch jetzt genötigt seht, einen großen Schritt zu machen? Habt ihr doch Angst, dass die Wirtschaft in einer Rezession fällt? Das wird dann wahrscheinlich der Punkt sein. Goldman Sachs, die sagen, naja, also wir denken, wenn wir uns mal diese ganzen Fed-Officials angehört haben, also die Leute von der Fed, dass es nur eine 0,25er-Senkung wird. Und ich denke auch, das ist eigentlich das Wahrscheinlichere, weil es innerhalb der Fed eben viele gibt, die jetzt gerade erst erklärt haben, ja gut, dann senken wir halt die Zinsen, aber dann gleich so einen großen Schritt von 0,5%, das dürfte für die schwierig werden, gleichwohl solche Banken wie Morgan Stanley sagen, ja, das wird ein großer Schritt oder könnte ein großer Schritt werden, aber wenn es ein großer Schritt wird, und das ist diese Argumentation, dann könnte die Sorge am Markt aufkommen, naja, was ist denn faul, was wissen die von der Fed, was wir nicht wissen, wir haben ja hier bei den letzten fünf Zinssenkungszyklen, waren zweimal oder begannen zwei dieser Zyklen mit einer großen Zinssenkung 2,1 und 2,7. Beide waren dann sehr, sehr negativ für die Aktienmärkte. Es ist also so, dass man eigentlich sich wünschen sollte als Bulle, dass die Zinsen langsam sinken, als Zeichen dafür, dass die Fed die Zinsen senken kann, aber eben nicht muss. Und jetzt sehen wir mal die Saisonalität eigentlich jetzt in diesem Wahljahr in den USA und da ist normalerweise ja so die Zeit bald gekommen, dass es nach unten geht für die Märkte, so wie es für die Tech-Werte erstmal nach unten gegangen ist heute. Mal sehen, wie sie rausgehen, aber es ist eben diese Uncertainty, die Jim Bianco hier beklagt hat, diese Unklarheit, die man hier in der Kommunikation bisher
hat erkennen lassen. Und diese Unsicherheit, das führt zu erhöhter Volatilität, weil keiner weiß, naja, woran bin ich denn jetzt bei der Fed? Eben diese Forward Guidance, die ich schon thematisiert hatte. Und die Märkte, die sind eh schon viel weiter als die Fed. Also im Vergleich zu dem, was die Märkte erwarten, ist die Fed bereits sehr, sehr weit hinter der Kurve. Hier sehen wir mal die Dot-Plots, also das, was die Fed-Notenbanker bei ihren letzten Projektionen im Juni, das passiert ja viermal im Jahr, die nächsten Dotplots werden jetzt kommen bei dieser Sitzung, also übermorgen. Da gibt es die Dotplots, da gibt es die Inflationserwartungen der FED-Mitglieder und die Wirtschaftserwartung, also wie schaut es aus mit Wachstum. Hier sehen wir mal, wie Sven Henrik das hier eingezeichnet hat, das, was die Märkte erwarten und das, was die FED-Mitglieder erwartet haben im Juni. Und wir sehen, da ist eine ziemliche Divergenz und da muss man sagen, das ist offenkundig ein Kommunikationsproblem der Fed. Da hätte man klarer argumentieren müssen, hätte klarer sagen müssen, in welche Richtung wird es gehen, wie schätzen wir die Wirtschaft ein. Paul hat ja jetzt erst diesen Schwenk gemacht und gesagt, die Zeit ist gekommen. Aber wie intensiv ist die Zeit gekommen? Ist das jetzt schon so, dass man die Zinsen sehr schnell senken muss? Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir uns mal anschauen, eben die letzten Zinssenkungszyklen, die letzten vier, also 95, 2.1, September 2.7 und Juli 2.19, die begannen alle von deutlich niedrigeren Inflationsraten. Wir haben also jetzt, würde die Fed beginnen mit der Zinssenkung, was sie ja sicher tut, aber eben die Frage ist, wie viel. Dann kommen wir von der höchsten Inflation, die wir bisher in den letzten Zinssenkungszyklen hatten, aber das alles reicht noch nicht. Jetzt Elizabeth Warren und zwei andere demokratische Senatoren, die gesagt haben, ja, also es muss mindestens 0,75 sein, lieber Jerome, jetzt machen wir mal was, jetzt gib mal richtig Gas, nicht wahr? Nein, wir brauchen ja Liquidität, damit wir neue Schulden machen können, das ist ja klar, weil sonst werden die Schulden zu teuer. Hier sehen wir nochmal das Pricing. Das ist das, was die Märkte also einpreisen, 240 Basispunkte. Die alles das innerhalb eines Jahres, also bis nächsten September, bis September 2025. Und die Frage ist, sind die Märkte da ein bisschen zu weit vorgeprescht oder erfassen sie das richtig? Aber wenn sie es richtig erfassen, dann müsste eigentlich bei der Fed schon ein bisschen was anbrennen, müsste bei der Wirtschaft was anbrennen, dass die Fed ebenso deutlich dann handelt. Aber heute hatten wir, ich sag mal, ein Datum aus der zweiten Reihe, ein Wirtschaftsdatum, die New York Empire Manufacturing Index ist das erste Mal seit fast einem Jahr wieder positiv. Also von der Seite her muss nicht sein, dass ich mit einem großen Schritt komme, aber vielleicht fällt die Entscheidung erst morgen, denn morgen kommen die Einzelhandelsdaten und da ist die Konsenserwartung leicht positiv. Viele Häuser aber sagen, wie die Bank of America, nein, das wird negativ, das wird minus 0,3. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das wird 0,8, minus 1. Dann hätte natürlich diese Zinssenkungseuphorie 0,5 oder diese Hoffnung auf eine große Senkung natürlich wieder Auftrieb. Ähnlich sieht es übrigens Goldman Sachs, die sagen jetzt auch minus 0,3. Eben weil die Dinge schwächer geworden sind. Erstens, weil die Wirtschaft schwächer geworden ist, damit auch der Konsument. Aber auch eben, weil die Preise gefallen sind, zum Beispiel eben die Benzinpreise. Und das Ganze wird ja nominal ermittelt. Also wenn ein Liter oder eine Gallone weniger kostet, dann ist das eben auch weniger Umsatz. Und hier ist eben die Frage, was jetzt passiert. Der Maverick of Wall Street hat das mal hier so aufgezeichnet. Retail Sales Hot. Was passiert dann, wenn die doch besser sind, wenn sie deutlich schlechter sind? Große Frage. Es gibt zweifelsohne Krisensymptome, die wir schon sehen, gerade bei den Konsumenten, Credit Card Delinquencies, Auto Loans Delinquencies, also das geht sehr stark nach oben, dass viele Konsumenten offenkundig säumig werden und das Ganze nicht mehr bedienen können. Ein Markt freut sich, das ist Gold. Wir sehen heute, wie Hannes Zipfel hier schreibt, ja, das ist natürlich ein tolles Umfeld und wenn die Fed jetzt nicht 0,5 senkt, dann wäre das schon eine Enttäuschung. Gold wieder Allzeithoch heute, ist einer der Profiteure und wenn jetzt die Inflation
Inflation wieder nach oben geht, weil die Fed zu schnell senkt, dann wäre natürlich Gold auch wieder ein super Investment, gar keine Frage. Und die Reaktion der Märkte auf das, was heute da an News und vor allem an Bedenken vielleicht auch in Sachen KI gekommen ist, das erfahren Sie im zweiten Teil. Ich werde das wieder verlinken unter das Video. Da schauen wir uns an, was an der Wall Street los war. Da gab es sehr interessante Entwicklungen. Also unter dem Video angeklickt, angelinkt, wenn man so will, gerne reinschauen, würde mich sehr freuen. Und dann noch eine Empfehlung eines Autors, der bei Finanzmarktwelt schreibt, ein Kollege von mir, Wolfgang Müller, der war Olympiateilnehmer, war deutscher Langlaufmeister, ist damals 1980 mit Jochen Behle in der Olympiastaffel gelaufen. Vielleicht die Älteren kennen das noch. Wo ist Behle? Wo ist Behle? Das war damals ja legendär. Er war in dieser Staffel von Behle und hat zu mir gesagt, Markus, wir haben immer gewusst, wo der Behle ist. Nicht? Das haben wir immer gewusst. Wo ist er denn? Warum der sagt, wo ist der Behle? Jedenfalls, der hat mal ChatGPT gefragt, ja, was war denn 1980, als er da teilnahm in Lake Placid bei den Olympischen Spielen für die deutsche Mannschaft? Wir hatten da eigentlich teilgenommen und ChatGPT hat so krass falsche Antworten gegeben. Also wirklich schon lustig, da war der DDR-Meister 1980, also in der westdeutschen Staffel und so weiter und so fort. Wirklich ein Genuss, sich das mal reinzuziehen. Das ist die zweite Empfehlung, neben eben der Empfehlung für den zweiten Teil. Ich hoffe, wir sehen uns bis gleich. Servus, ciao.